Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Gamerstuhl aus dem Hause Habada. Wenn du noch unsicher bist, ob dieser Computerspielerstuhl für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Gamerstuhl werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Gaming ist nach wie vor ein stetig wachsender Markt. Immer mehr Spieler erfreuen sich an der virtuellen Welt und auch seit ein paar Jahren, seit vielleicht so 3, 4, 5 Jahren, sind auch diese speziellen Gamerstühle in der breiten Masse beliebt geworden. Alles hat angefangen, dass Computerspieler auf YouTube oder auf Streaming-Plattformen eben Videos mit einer Facecam gemacht haben und dort auch auf so einem Gamerstuhl saßen. Und so sind die relativ schnell sehr populär geworden. Und ja, so haben wir hier auch aus dem Hause Habada einen Gamerstuhl am Start. Preislich würde ich ihn ins Mittelfeld einordnen. Ja, vor allem bezogen auf das, was du bekommst, bin ich der Ansicht, dass das ein fairer Preis ist. Das muss aber natürlich jeder Zocker selber beurteilen. Farblich, diese Farbkombination von Schwarz-Rot, die hast du sehr, sehr oft bei Gamerstühlen. Das wirst du wahrscheinlich auch schon einige Male gesehen haben. Hat sich über die Jahre einfach als eine beliebte Farbkombination durchgesetzt. Ist aber natürlich Geschmackssache. Du siehst hier auch diese zwei Extrakissen, die du häufig bei Gamerstühlen am Start hast. Einmal in der Nackenregion und einmal in der Lendenregion. Die sind da auch wirklich nicht ohne Grund angebracht. Es hat sich gezeigt, dass auf diese Art und Weise komfortabel gesessen und komfortabel das Gaming genossen werden kann. Wir können uns ein paar Eigenschaften zu diesem Habada Gamerstuhl auch noch genauer anschauen. Maximale Belastung von 150 Kilogramm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du im Hinterkopf behalten solltest. Das ist sehr wichtig, dass du dich an diese Einschätzung auch hältst, ja. Also nochmal die maximale Belastbarkeit von 150 Kilogramm haben wir hier. Das ist zu dem Preis, wie ich finde, echt ein guter Wert. Ich bin der Ansicht, dass sich das durchaus sehen lassen kann. Ergonomisches Design, Komfort beim Sitzen, das ist auch sehr wichtig. Verstellbare Rückenlehne, das ist auch häufig bei diesen Gamerstühlen der Fall. Du hast hier auch diese Bodenrollen, die sehr praktisch sind, um den Stuhl hin und her zu bewegen. Und ja, generell bin ich der Ansicht, dass sich dieser Zockerstuhl aus dem Hause Habada durchaus sehen lassen kann. Nach wie vor würde ich ihn ins preisliche Mittelfeld einordnen, damit du vielleicht einen besseren Einblick hast, um dieses Angebot einschätzen zu können. Es gibt heutzutage unglaublich viele Gamerstühle auf dem Markt, also schau da einfach mal ein bisschen, welcher dir am meisten zusagt. Ich halte dieses Angebot aus dem Hause Habada hier, was den Zockerstuhl anbetrifft, für fair. Das ist aber auch nur meine Einschätzung. Mach dir auf jeden Fall noch dein eigenes Bild zum Gamerstuhl. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Hoffe sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Danke und viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Alles Gute, ciao. Ach so, das Amazon-Angebot dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Kannst du dir bei Interesse also anschauen. So, danke fürs Zuhören. Alles Gute, ciao.